Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Tja, und wir haben jetzt hier ein paar klitzekleine Problemchen, denn uns geht gerade so ein kleines bisschen das Geld aus. Und wir verdienen auch nicht besonders viel. Wir hätten noch 10 Millionen Kredit, den wir uns holen könnten. Und dann noch ein bisschen zu überleben, ist aber jetzt in dem Fall eher ungünstig, weil ich einfach keinen Kredit aufnehmen möchte. Zumindest, wenn sich es irgendwie vermeiden ließe. Linie 1 hier 77 ist natürlich schon ganz ordentlich. Jetzt ist die Frage, wir haben insgesamt viel zu viele Linien, die Minus machen. Und zwar richtig Minus. Ja? Die LKW-Linien da unten, die sind auch ein bisschen zu viel. Und da könnten wir jetzt mal sagen, okay, ihr geht mal ein paar zumindest ins Depot rein. Ich werde jetzt hier auch in der Folge wieder mal ein bisschen mit Optimierung beschäftigt sein, um eben zu gucken, dass das so halbwegs wenigstens läuft. Wir gehen auch mal ein bisschen langsam weiter, damit das hier ein bisschen langsamer einfach vonstatten läuft, damit wir auch ein bisschen Zeit haben, auch hier zu reagieren, ein bisschen umzustellen eventuell und eventuell mal zu schauen, wo denn so unsere nächsten Problemchen liegen. Wir haben hier zwei Züge im Depot, die hauen wir gleich mal raus, die bringen Kosten uns nämlich auch, obwohl sie im Depot stehen. Und da müssen wir jetzt mal schauen. Wichtig vor allen Dingen ist, dass erstmal hier alles wieder anläuft, was in der Zeit lang jetzt ein bisschen im Argen war. Hier fahrt immer noch rappelvoll und die Dinger sind halt wirklich Gold wert, ne? Haben auch ein gutes Plus, was sie erwirtschaften. Eine Fahrzeit von 3 Minuten ist okay, ist echt okay. Wie schaut ihr hier hinten aus? Hier war definitiv mehr. Also die Linie zu optimieren, finde ich eine ganz geschickte Idee eigentlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall von unseren Megakosten runter. Die sind, und zwar Eisenbahn, 7 Millionen sehe ich hier. Einnahmen auch knapp 7 Millionen. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, Acht geben drauf. Und hier, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir müssten unsere beiden Hauptlinien machen, ein ganz, ganz geringes Plus. Das ist eigentlich zu wenig für diese Art von Linien. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Dauer anläuft. Hier unsere Ausweichstrecken. Ich wollte ein bisschen langsamer machen, aber 2 soll schon sein. Sonst geht hier gar nichts voran. Wie viel warten hier? 2. Ja, das Auto ist natürlich für uns ein Mega-Konkurrent geworden. Ne? Und der lässt sich natürlich auch nicht lumpen. Gerade auf der Linie 1 geht relativ wenig hier rüber. Und das sieht man auch ganz besonders, wenn man hier mal guckt. Wie viele sind hier drin? 15. Warte mal kurz, da ist doch gerade... Die fahren wieder mal viel zu knapp aneinander. Und dann werde ich den mal hier ein bisschen pausieren. Der steht jetzt hier auf Halbzeit. Das heißt, der müsste eigentlich jetzt warten, bis der hier so langsam, ich sag jetzt mal, wieder auf halbem Rückweg ist. Das heißt, wir werden das beschleunigen. Es wird natürlich auch wieder heißen, wir verlieren hier auch ein bisschen Geld. Aber die haben sich einfach wieder mal ein bisschen zu nah rangefahren. Was auf jeden Fall ärgerlich ist, was wir unbedingt machen müssen, ist bei jedem Zug mindestens einen von diesen Waggons abzunehmen. Die sind zu viel. Die laufen fast alle leer. Da müssen wir mal ein bisschen reinschauen, wie die, gerade von den Zügen, wie die Auslastung hier läuft. Das interessiert mich nämlich auf jeden Fall noch sehr stark. Was haben wir hier noch? Hier haben wir unseren Öltransporter. Der fährt auch mit 60 von 150, wobei hier oben definitiv mehr gebraucht werden würde. So, du bist auch die Einser. Ja, du bist die Einser. Vielleicht wäre es ganz geschickt, um die Linie 14 ein bisschen zu stärken und hier vielleicht ein bisschen das Geschäft anzukurbeln. Und dass wir unsere Linie 1 nur bis Lütjenheide gehen lassen, dass die sich hier gar nicht treffen. Wäre eine Idee. Wäre eine Idee. Dann fahren die nämlich hier gar nicht runter und hier unten bei Benhöring würde auf jeden Fall bis Lütjenheide ein gutes Geschäft gehen, dass diese Linie 14 vielleicht ein bisschen lukrativer machen würde. Eventuell. Vielleicht auch nicht. Wir können es nicht wissen.
Aber was wir wissen, ist, dass uns dieser Zug hier, der hier steht, definitiv zu nah an dem anderen dran gefahren ist. Das heißt, ich warte jetzt einfach, bis der so, ich sag mal, Lütjenheide losfährt und dann dürfte der andere hier auch Gas geben. Obwohl, wir könnten den eigentlich kurz bevor er Lütjenheide schon ist, es müsste so Halbzeit sein. Weil dann treffen die sich im Tunnel. Sollte passen. Aber ist der eigentlich zweigleisig? Oh nee, der ist eingleisig. Da ist ein Nadelöhr entstanden. Den könnten wir mal auf zweigleisigen Tunnel ausbauen. Das kam auch von euch in den Kommentaren im Übrigen. Wäre so eine Idee. Dann lassen wir den jetzt mal losfahren. Dann sollten die sich im Tunnel nicht treffen. Weil die Linie 1, wie gesagt, ist nicht unbedingt gerade die beste aller Linien, die wir je hatten. Funktioniert soweit echt schön, muss ich sagen. Jetzt bin ich schon wieder auf dreifacher Geschwindigkeit. Ja, ich kann es auch nicht lassen, ne? Ihr merkt das schon. So, was sagst du hier? Du pumpst dich noch auf, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht mal halb voll sein, ja, dachte ich mir schon. Und was sagst du hier noch? Hier sind auch wieder viel zu wenige. Okay. Aber der hat noch 13 Passagiere. Okay. Was ist denn? Warum fährt der jetzt zurück? Moment mal. Warum fährt der jetzt zurück? Du fährst in die andere Richtung. Warum fährst du denn nicht weiter? Fährst du denn nicht weiter? Schauen wir mal. Wenn der jetzt wieder wendet, dann haben wir ein echtes Problem. Jetzt. Warum auch immer der jetzt so verzweifelt in die andere Richtung wollte. Ich hoffe, das passiert nicht öfter. Aber jetzt passt es mir von der Entfernung hier auch ganz gut. Vielleicht könnte die Linie 1 jetzt wieder ein Revival erleben. Was auf jeden Fall schön ist, ist, dass unseren Nahverkehr scheinbar wieder mehr Leute verwenden. Nicht wirklich, aber es stehen hier auf jeden Fall überall Leute an den Haltestellen. Auch wenn nicht viele, aber immerhin fahren dann die Dinger nicht leer. Ja, der schon. Das ist halt der Nahverkehr. Ich meine, da kommt immer mal wieder ein bisschen Geld rein, aber das ist jetzt die Linie 3. Die verliert eigentlich hauptsächlich nur Geld. Ja, ein leichtes Plus haben wir jetzt wieder rausgefahren. Also wir gehen so gerade so auf Plus minus Null raus, vermute ich mal. Schauen wir mal. Gerade, da kommt einer hoch, der müsste relativ voll sein, weil die erfahrungsgemäß auf der Strecke immer relativ voll sind. Ja, das schaut gut aus. Was sagt unser Öl-Yogi? Der ist auch mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Durch das viele Umbauen haben wir natürlich mega viel auch verloren an Kapazitäten. Die müssen jetzt wieder langsam aufgebaut werden, aber wenn die aufgebaut sind, dann sollte auch hier langsam der Verkehr wieder besser fahren. Wie viel sind da drin? 37 mittlerweile. Das sollte sich doch eigentlich auf unseren Güterzug auch mal niederschlagen. Der macht auch mittlerweile auf der Linie 7 so einen ganz leichten, aber ganz, ganz leichten Gewinn. Schauen wir mal, wo ist der gerade? Er ist auf dem Rückweg schon wieder, okay. Mal gucken, ob wir das halten können. Eventuell ein neuer Triebwagen mal ran. Hat auf jeden Fall in dem Jahr schon ein leichtes Plus gemacht. Ist aber auch schon uralt, das Ding, ne? Das ist auch so ein Zug, der muss demnächst mal erneuert werden. Zeig mal her. Ah, das ist sogar der Zug, der erneuert werden müsste. Dann sollten wir mal vielleicht ein bisschen im Auge behalten. So. Jetzt geht hier natürlich noch mega viel rein. Wie schaut's bei euch aus? Ihr könntet abgeben ohne Ende, ihr braucht einfach nur mehr Öl. Ja, mittlerweile 50. Das heißt, der ist schon gut, ich würde sagen, zwei Drittel belegt. Da kommt sogar noch was, aber das schafft er nicht mehr. Ah, das wäre natürlich noch klasse gewesen, hätte er die noch mitnehmen können. Immerhin 7 Güter, das heißt natürlich auch mal schon ein bisschen mehr Gewinn. Aber der fährt schon ganz gut so weit darunter. Wir könnten uns jetzt was überlegen, und zwar
Wir haben hier oben ein Sägewerk und hier oben ein Holzfällerbetrieb und hier oben ein Sägewerk. Würden wir jetzt von hier nach hier die Lieferung übernehmen, könnten wir nach Esbach hier Güter bringen. Die brauchen immerhin 55, das wäre schon ein Wort. Gleiches Prinzip könnten wir auch an allen anderen, gerade unter Massfeld, wenn wir die Stadt ein bisschen aufpumpen würden, würde da natürlich auch mehr gehen, zugtechnisch. Briedlingen kriegt schon ein bisschen was, ist nicht die Welt, aber die kriegen was. Die werden ja auch über unseren Straßenverkehr versorgt. So könnten wir über diesen Straßenverkehr natürlich noch viel, viel mehr Gemeinden anschließen. Das wäre natürlich eine Idee, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir schließen mehr an, aber die Produktion hier kommt nicht nach. Das muss jetzt erstmal ein bisschen laufen. Jetzt schauen wir mal, wo ist hier der Verkehr denn? So ein kleines bisschen. Dann baut sich die Stadt auf jeden Fall noch ein bisschen auf. Wir warten auf jeden Fall auf der 14 extrem viele Leute. Also ich glaube auch, wir kriegen so langsam wieder den Bogen. In dem Fall 2 Millionen in dem Jahr gemacht. Es ist erst März. Könnte schon ganz gut aussehen. Dass hier allerdings diese innerstädtische Linie kaum einer verwendet, finde ich ein bisschen schade. 44% ist nicht die Welt. Mag vielleicht auch daran liegen, dass wir schlicht und ergreifend hier ein Problem haben. Mir ist jetzt im Nachgang eingefallen zu diesem Problem hier. Es ist natürlich da wieder ein Riesengebäude. Wir hätten die Straße mal versuchen können, komplett abzureißen. Wäre eine Idee gewesen, die mir dann im Nachgang gekommen ist, und es dann irgendwie anders anschließen. Vielleicht hätte das funktioniert, aber ich befürchte, um hier irgendwas hinzubauen, müssten wir alle Gebäude hier abreißen und das kostet einfach viel zu viel. Oh, mittlerweile hier, Linie 761, die Güter, die gehen schon ordentlich hoch. Der kommt jetzt nämlich wieder zurück. Was macht der momentan? Nicht mal mehr so viel Verlust, das ist okay. Wenn der jetzt die nächste Lieferung vollbringt, müsste der drin sein. Aber der braucht auf jeden Fall eine neue Trieblok, also einen neuen Zugwagen. Und dann könnte man mal überlegen, eigentlich müsste man den ganzen Zug erneuern. Vielleicht würde der dann auch ein bisschen lukrativer laufen. Ich weiß allerdings jetzt nicht, was ein neuer Zug in dem Fall kosten würde. Das wäre natürlich eine Idee jetzt für unsere Ausweichstrecke, da wo zwar die roten Pfeile jetzt unterwegs sind. Die können 64 Passagiere mitnehmen. Würden wir einmal so einen Wagen hinsetzen, ginge das, glaube ich, ganz cool. Die Einheitswägen brauchen wir, glaube ich, eher nicht so, weil die sind eh nicht ausgelastet, die wir haben. Der Güterwagen passt noch. Das wäre natürlich ein Hammergerät, ne? 164 Passagiere könnten damit mitgehen. Und das Ding, ich muss es euch nochmal schnell zeigen, das Ding ist halt einfach auch höchstgeschwindigkeitstechnisch mega gut, ne? 300 km/h schaffen die Dinger. Wäre schon eine coole Nummer, wenn das funktioniert. Aber da sehe ich momentan auch noch kein Potenzial in unserer Linie. Ich würde sagen, wir machen jetzt das nächste kleine Projekt. Das hier passt soweit eigentlich auch noch. Da könnte man jetzt hier sagen, okay, vom Bahnhof könnte man jetzt eine Linie über die hier machen und hier hochgehen lassen. So eine kurze Linie. Und dann nehmen wir das Ding noch mit. Wie viele fahren hier mit? 36% ist natürlich nix, ne? Und wenn wir diese Linie hier quasi anschließen, könnten wir die hier hochgehen lassen, nehmen die Ecke noch mit, gehen hier runter und hier durchs Zentrum eine Reihe und gehen dann über die Haltestellen wieder rauf. Das wäre noch eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hier sind wir relativ abdeckungstechnisch gut vertreten. Ist halt natürlich, der Überlandverkehr ist hammerhart, ne? Der ist hammerhart. Hier kommt auf jeden Fall Öl an. Und dieses Öl stört mich jetzt gerade, weil das versorgt Briedlingen auch. Das heißt, würden wir für Briedlingen hier den Öltransport übernehmen, könnten wir das auch noch mal ein bisschen nutzen. Dann würde ich sagen, pass auf, wir haben nämlich, glaube ich, noch ein paar Fahrzeuge hier, 4 Stück, das wäre okay. Dann machen wir hier eine neue Linie.
Also, stopp. Dann brauchen wir hier nochmal ein kleines Depot. Ach Quatsch. Was mache ich denn da? So, von hier nach dort. Und dann nochmal eine von dort nach hier unten. Okay, das ist einmal die 5er und die 8er. Die Linien haben auch ein bisschen Geschichte. Ja, hinten dran. So, auch du gehst auf die 5er. Und du gehst auf die 8er. Da hätten wir die LKWs zumindest auch mal eingesetzt. Müssten sie nicht verkaufen, weil die sind ja noch gut. Und die Jungs verwenden unseren Transportservice sogar. Auch hier oben warten schon vier Kanister. Frisches Öl. Dann haben wir Briedlingen jetzt quasi voll unter unserer Kontrolle. Und hier wieder eine Ölraffinerie, die für uns arbeitet. Wie viele Güter sind jetzt hier? 2 ist nicht die Welt, ne? Jetzt müssen natürlich erstmal die Autos von hier unten hier hochfahren. Das dauert eine Zeit lang. Aber wenn sie es erstmal geschafft haben, ist es ganz okay. Das ist ganz cool dann. Und geldtechnisch schaut es auch gar nicht mal so schlimm aus. Da kommen wir langsam wieder nach oben. Also, jetzt heißt es dann erstmal überprüfen, was wir besser machen können. Und ich würde sagen, da ist mein Hauptaugenmerk. Jetzt, was ist denn mit der 18er so falsch? Was bist du denn eigentlich für eine Linie? Ach, du bist die nach Rodeberg. Okay, das ist die Transportroute nach Rodeberg. Wie schaut es bei euch aus? Ihr werdet fast voll geliefert. Warum ist die Transportroute nach Rodeberg so überarbeitet? Welche ist denn das? Das ist doch die 18 hier. Ist der 17er. Der staut sich hier ein bisschen. Schauen wir mal. War da nicht irgendwo der 18er dabei? Du stehst in Rodeberg? Ach, das ist der hier unten. Ach, okay. Diese Linie wird ja nicht mehr groß bedient von uns, oder? Genau, die Linie haben wir mehr oder weniger eingestampft. Deswegen, klar, dann können natürlich die LKWs hier unten auch nichts mehr bringen, außer Verluste fahren. Und was seid ihr noch? Ihr seid die 9er. Warte mal, habe ich jetzt die falsche Linie abgerissen? Ja, habe ich natürlich. Okay, ihr seid die 9er, aber die 9er braucht man tatsächlich nicht. So rum war das. Wo sind die 9er? Da. So. Unlukrative Linien geschlossen. Und jetzt müssen wir die eine Linie wieder aufmachen, und zwar die von hier oben. In dem Fall hier runter in das Industriegebiet. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wo die LKWs dann sind. Wahrscheinlich gehen die hier rein, dann kann ich die nämlich darauf zuweisen. Dann kann ich nämlich aber bei denen auch sagen, pass mal auf, du bitte machst eine Ladung voll. Da brauchen wir aber längst nicht so viele Autos, da reichen uns 2 Stück locker flockig aus. So, und danach gehen wir mal kurz an die Straßenbahn. Schauen wir uns die Jungs mal an. Aber hier sehe ich echt noch ein bisschen Probleme auf uns zukommen. So, euch weise ich jetzt mal alle auf die 9er zu. Ist ja auch ein bisschen Weg.
Und ihr dürft nach Hause gehen. Sogar noch ein bisschen Geld gebracht. Ist okay. So, die 17er macht auch miese. Was macht denn die 17 miese? Kommt zu wenig an. Okay, da kommt zu wenig an. Ja gut, die werden jetzt unterwegs sein. Ich weiß nicht, warum das jetzt so sich ausgestaut hat. Ah, jetzt kommen sie an. Okay, wunderbar. Dann ist mit der 17 auch wieder ein bisschen mehr zu gewinnen. Schön. Der Öler. Ja, schöner Name für die Linie. Der Öler. Zeig mir mal bitte jetzt die Eisenbahnlinien an. Welche läuft denn da nicht so gut? Die 14 läuft nicht so gut. Die 14 hat aber auch hauptsächlich das Problem, dass die Züge einfach mal rappelleer fahren. Obwohl, da hängen mal zwei Waggons ab, dann ist die Sache gut. Oh yeah! Oh yeah! Oh, das ist ein... Oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Eieiei. Das gefällt mir. Doppelstockwagen. Das ist so ein richtiger schöner Regio. Der wäre auf so einer Linie, fände ich den echt super. Jetzt schauen wir mal, ob da ein bisschen mehr Kundschaft kommt. Hier haben wir 42. Das ist aber längst nicht ausreichend. Da müssen wir die Dinger leer machen. Das hilft nichts. Und ich würde sagen, da ist unser erster Zug, den wir leerer machen werden. Welcher bist du? Bist du da? Bist der Dreier, oder? Ja, du bist der Dreier. Den werden wir jetzt erstmal als nächste Amtshandlung sozusagen, schicken wir den mal ins Depot kurz rein. Nur minimal kurz. Wenn der nämlich unten ankommt und seine Passagiere ausgeworfen hat und hängen dem zwei Waggons hinten ab. Dann fährt der halt nur mit vier. Meine Güte. Also vielleicht ein bisschen schneller unterwegs. Beim anderen machen wir das dann auch nochmal. Wenn wir den dann sehen, wenn er eintrifft. Ja, der macht eine Million. Eine Million ist top auf der 1. Das ist eine Linie, die kann man fahren. Warte auf freie Wege, ist klar. Jetzt fährt nämlich erst der 1er vor. Sobald er das nächste Signalzeichen erreicht hat, fährt der nämlich jetzt los. Das dauert nicht lang, genau. Nämlich der 1er vor. Jetzt haben wir natürlich folgendes Problem. Wir müssten eigentlich diese Änderung bei allen übernehmen, sonst blockieren uns die 1er wahrscheinlich, weil die langsamer an... Jawohl, die Höchstgeschwindigkeit müsste dieselbe sein. Trotz weniger Züge, die fahren halt einfach schneller an. Und mit weniger dann. Jetzt müsste langsam mal das Warten anfangen. Die Einsers fahren mit Sicherheit nicht voll. So, sobald der abgibt, schicke ich ihn quasi ins Depot und dann dürfte er mal kurz wirklich abgeben. Das muss jetzt minimal laufen. Eine Million, immerhin. So. Na komm, zeig mir. 1, 2. Und der geht wieder auf die 14 drauf. Fährt halt jetzt mit 4 nur. Ist okay. Wo ist unser anderer Zug? 8, wo bist du gerade? Du kommst von oben wieder runter. Du hast gerade die Bergetappe genommen. Ja, das wäre auch noch so eine Idee in die Bergetappe. Aber auch der, ihr seht schon, 13 ist natürlich ein Witz. Ne? Für so einen Zug ist das echt ein Witz. Jetzt schauen wir mal, hier haben wir noch den roten Pfeil. Die müssten auf jeden Fall auch nochmal raus. Ist mittlerweile auch auf 10 Millionen wieder hoch. Also unsere leichte Anpassung der Linien. Ja, okay, war schon heftig. Die hat jetzt schon so einen gewissen Erfolg gebracht. Nur ein kleines bisschen Erfolg. Ja. Ein Spurerfolg sozusagen. Zumindest gehen wir nicht mehr pleite. Das ist doch schon mal etwas. Also ich bin glücklich. Seid ihr glücklich? Ich weiß es nicht. Aber mir geht's gut hier. Oh, was haben wir denn hier?
Der liefert auch, von alleine liefert der. Was soll denn das jetzt? Warum liefert der hier so unsportlich? Macht er das immer noch? Ja, da läuft ein bisschen was über, habe ich so das Gefühl. Ja, wenn wir jetzt von allen Bahnen zwei Fahrzeuge abnehmen, hätten wir theoretisch genug Fahrzeuge, um hier die 15 ein bisschen aufzupäppeln. Dann nehmen wir einfach nämlich hier von der 15er, nehmen wir die zwei Pfeile, wobei man Never Change a Running System heißt ja normalerweise, und die zwei Pfeile laufen super kostendeckend. Aber wenn wir da zum Beispiel ein Regio drauf klatschen würden auf diese Linie, wäre das natürlich eine ganz, ganz feine Nummer, ne? Das wäre echt cool. Das wäre richtig cool. Jetzt bleibt der kurz stehen, wartet bis der andere weg ist und wenn der Gas gibt, schicke ich ihn dann gleich nach dem Abgeben ins Depot rein. Und dann dürfte er auch gleich auf die Linie drauf. Komm, wo? Traust du dich? Ja, traust dich. Die verdienen schon ganz gut, die Dinger, aber halt immer nur auf den letzten 2 Metern sozusagen. So, jetzt bist du auch da drin. 1, 2 zuweisen auf die 14. Okay. So, 4 Wägen hätten wir jetzt quasi im Überhang. Wie alt bist du? Ist ja schon sehr alt. Dann wisst ihr was, dann verkaufen wir die Dinger. Ich meine, sie sind ja auch nicht mehr zeitgemäß. Dann kosten die uns auch nichts mehr und hat noch fleißig Geld gegeben. Weil wenn wir die neu anhängen, bauen wir wahrscheinlich uns eh neue Züge vorher zusammen. Dann hat es doch ein bisschen mehr Wert. So, was ich aber jetzt auf jeden Fall noch anschauen möchte, ist die Linie 17 hier. Weil die hat wohl scheinbar gerade ein bisschen Probleme. Die geht scheinbar nicht so. 11 Minuten, das ist auch quatschig irgendwie. Deswegen hat er auch so riesen Probleme. Ich meine, der 60, 62, da könnte man noch einen Zug hinten dranhängen. Also nochmal so ein Ding. Aber wir müssten den einfach mal komplett modernisieren. Weil der läuft gerade so ein bisschen voll, der Kumpel. Wo ist denn der gerade? Auf dem Rückweg. Pass auf, dann machen wir mal Folgendes. Ich habe eine Idee. Wir haben jetzt ein bisschen Geld gerade. Und ein bisschen Geld ist immer gut als zu wenig. Ja, ist klar. Schnellen Reiseverkehr. Nee, mittelschweren Streckendienst. Schweren Streckendienst, genau. Der kostet aber halt auch wesentlich mehr, hält dafür aber auch viel, viel länger durch. Okay, zeig mir das mal. Der Regio wird mir schon echt, oder Pendelzug heißt er ja hier, der wird mir schon richtig gefallen. 99 Passagiere sind aber natürlich, das wäre so eine Idee, den könnte man natürlich auf unsere Hauptrouten auch draufklatschen. Mit 99 Passagieren wäre das Ding auf jeden Fall, ne? Eine feine Geschichte. Fährt 130 im Verhältnis zu unseren Loks, die wir hier haben. Die 140 schaffen, wäre der sogar langsamer. Naja. Okay, da könnte man dann hier den Doppelschockwagen zwischenklemmen noch. Weiß ich nicht, ob das so geschickt wäre. Jetzt bauen wir uns erstmal hier eine neue Güterlok zusammen, die vielleicht auch ein bisschen schneller ist als der Kumpel hier. Den sehen wir schon gar nicht mehr, der schafft aber hier 140. Dann machen wir da mal 7 Güterwagen ran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und sagen dem Zug jetzt hier, der muss auf der Linie 7 seinen Dienst verrichten. Und wahlweise auf der anderen Route hier, den verfolgen wir uns jetzt mal. Den könnten wir eigentlich jetzt gleich ins Depot weiterschicken. Oder ist der noch auf dem Weg nach unten? Nee, der ist schon auf dem Weg nach oben. Ach, warte mal, der hat keinen Zugang zum Depot. Der hat keinen Zugang zum Depot. Aha. Ist mir ein Malheur passiert. Jetzt kommt der Dreier hier oben an. Ist mir jetzt eigentlich eher unrecht. Hier steht aber auch wieder so ein total verwirrtes Signal rum. Okay, jetzt fährt er ganz rum. Warum ich das hier gemacht habe, weiß ich im Übrigen auch nicht mehr. Ist jetzt auch mittlerweile total unnötig. Das werden wir mal fix ein bisschen anpassen, das Ding hier. Ja, okay.
auch blödsinnig jetzt. Ah, das geht nicht, da hat einen kleinen Knick schon drin. Okay. Der hat auch einen kleinen Knick drin. Ja, passt das Gerät hier. Jetzt müssen wir uns mal kurz was überlegen. Und zwar, ich hätte eigentlich ganz gerne, dass der hier unten lang fährt. Dem hier. Warte mal, jetzt probiere ich mal was aus kurz. Okay, das funktioniert hier mit den Signalen nicht anständig. Weil die hier auch andersrum stehen, so scheint mir zumindest. Nö, passen eigentlich. Warum macht er das so? Und er wechselt hier auf die äußerste Spur. Das ist auch ein bisschen... Machen wir doch mal Folgendes. Wir machen jetzt hier mal... Da sollte ein Zug dazwischen passen. Müssen wir es halt ein bisschen künstlich jetzt schieben. Ach so, der kann ja gar nicht von der Spur runter. Das war jetzt genau falsch rum. Obwohl, nee, das brauchen wir schon, das hilft nichts. Weil der kommt nämlich auf dem unteren Gleis an. Mal schauen wir mal, ob man das hier noch reinbekommt. Dazu muss aber, glaube ich, dieses Signal auch erstmal weg. Okay. Ach so geht das. Ach so, jetzt. Mhm. Pass auf, dann müssen wir es nochmal anders machen. Das ist natürlich jetzt saublöd, das habe ich gar nicht gesehen. Ihr habt wahrscheinlich schon wieder haarraufend, ja, gesagt, nein, wieso nur? So, hier haben wir die zwei Signale. Der kommt da lang. Das heißt, der muss auf diese Route drunter. Das heißt, wir machen das Signal hier wieder weg. Und dann sagen wir, okay, pass auf. Du wechselst hier rüber. Und dann funktioniert's. Kommt hier noch ein Signal hin. Und der unten kann weiterfahren. Und das Signal kann weg. Okay, dann können wir eine weitere Signalreihe hier runter machen. Ah, nee, passt schon. Nach der hinten ist es okay. Dann haben wir eine dazwischen. Dann müsste die soweit funktionieren. Wie lange braucht denn eigentlich der jetzt? 5 Minuten für so eine komplette Runde. Okay, ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir, ob diese ganzen Maßnahmen hier alle Erfolg zeigen. Und schauen uns mal den Öltransporter an, denn der fährt auch mit deutlich zu vielen Waggons. Aber das, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube, ciao.